Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's mal ein bisschen was anderes, und zwar möchte ich euch mein Team zeigen, welches ich in der nächsten Weekend League verwenden werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es sich zeitlich bei mir ausgeht, dass ich wirklich alle 40 Spiele mache, aber wenn ich es schaffe, werde ich das natürlich auch auf YouTube streamen. Also ich werde sowieso jedes einzelne Spiel, was ich mache, auf YouTube streamen, also seid da auf jeden Fall am Start. Und ja, wie gesagt, ich werde euch heute mein Team zeigen für die nächste Weekend League und da dürfen natürlich nur BPL-Spieler drinnen sein, wobei man beachten muss, dass 16 BPL-Spieler drinnen sein müssen. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. Ihr müsst einfach nur bei Foot Champions unter Zeitplan schauen und da seht ihr die nächste Weekend League und da steht Premier League Spieler mindestens 16 in Startelf und Auswechslung. Nächste Woche ist allerdings mindestens 18 bzw. genau 18. Daraus schließen wir, dass wir zwei Spieler hier verwenden können, die nicht aus der Premier League sind, und das werden bei mir auf jeden Fall Bale und Dybala sein, aber ich werde euch das Team jetzt einfach mal zeigen in 3, 2, 1 und boom, da seht ihr das Ganze dann eigentlich auch schon. Also das ist mein BPL-Team, die Hälfte davon habe ich ja in meinem normalen Team eigentlich auch schon am Start gehabt, also diese Seite, die linke Seite plus Coutinho hatte ich ja in meinem alten Team auch drinnen und ich finde das Team ist richtig stark. Also ich habe jetzt noch nicht alle Spieler getestet, aber Mané zum Beispiel habe ich schon mal getestet, Klein habe ich getestet, Bailey. Das sind alles wirklich gute Spieler und ja, auf der Bank müsst ihr dann halt wie gesagt noch 5 weitere BPL-Spieler haben. Also in der Startelf sind ja 11 Spieler und hier haben wir dann noch 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt, 16 Spieler haben wir hier und Bailey und Dybala werde ich eben einwechseln. Also das wirklich als Tipp, falls ihr irgendwelche Spieler habt, die ihr richtig feiert oder falls ihr irgendwie Messi oder so oder Ronaldo im Team habt, dann wechselt die wirklich direkt am Anfang ein, denn dadurch könnt ihr euer Team halt nochmal richtig pushen. Ja, also ich gehe das Team jetzt einfach mal durch. Im Tor haben wir Begovic am Start. Den habe ich noch nicht getestet, aber ich finde, in FIFA 16 war er gut und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere ihn einfach mal. Vor allem, er ist 2 Meter groß. Da kann man auf jeden Fall, denke ich, nicht viel falsch machen. Rechts ist dann eben Klein und der ist mega stark, finde ich, in FIFA 17. Der hat einfach richtig gute Allround-Werte, ist schnell, von dem hat er eigentlich alles, was ich brauche für diese Position. Innenverteidiger ist Bailey, der ist einfach nur mega overpowered, da kann man nicht viel dazu sagen, was der für Werte hat. Unfassbar für einen Innenverteidiger und 1,87 groß auch noch, also das ist wirklich eine starke Karte. Zuma ist meiner Meinung nach auch ein richtig starker Innenverteidiger. Ihr habt es ja auch gesehen, ich habe ja schon oft mit dem gespielt, ihr seht es hier, in meinem Spiel, in meinem Verein hat er schon 72 Spiele gemacht und der geht einfach nur richtig, richtig ab. Dann haben wir hier Moreno mit 89 Tempo, ist ein richtig solider Linksverteidiger. Und dann Coquelin oder Coquelin, da könnte ich aber auch den Emre Can oder den Henderson spielen lassen. Muss ich mir noch überlegen, aber den hatte ich auf jeden Fall auch ganz am Anfang mal in meinem Team und der war auch gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir Kante, das ist, denke ich mal, ziemlich basic, aber der ist halt einfach stark. Dann gehen wir weiter zu Coutinho und Coutinho ist einfach nur eine absolute Legende bei mir im Verein. 75 Spiele, 37 Tore und 35 Torvorlagen als ZOM. Das ist schon eine richtig, richtig gute Bilanz. Von dem her, der ist auf jeden Fall ganz sicher im Team. Dann gehen wir weiter mit Mané. Den hatte ich in meinem Team ganz, ganz lange am Anfang. Dann habe ich ihn aber verkauft und jetzt habe ich ihn mir neu gekauft. Mané ist, finde ich, einfach nur mega gut. So günstig und so stark. Was Besseres werdet ihr auf dem rechten Flügel, denke ich, nicht finden. Dann gehen wir weiter zu Ings. Ings habe ich mir genommen, weil ich eigentlich fast jeden Spieler aus der BPL, also fast jeden Stürmer ausgetestet habe. Da habe ich ausprobiert Vardy, Sturridge und so weiter und so fort. Die einzigen zwei Karten, die ich noch testen wollen würde, wären Costa und Lukaku. Aber dazu fehlen mir im Moment einfach die Coins. Und Ings hat mir einfach am besten gefallen von diesen Karten eben, die ich getestet habe. Und deswegen spielt der auf jeden Fall von Anfang an. Musa habe ich natürlich auch auf der Bank, aber den werde ich, denke ich, eher nur einwechseln. Und dann kommen wir zur letzten Karte und das ist meiner Meinung nach auch sicherlich eine der stärksten Karten in diesem Team. 73 Spiele, 26 Tore, 22 Torvorlagen. Das ist wirklich eine gute Bilanz für einen linken Flügel. 91 Tempo, 79 Shooting. Und was bei dem einfach so richtig gut ist, sind seine Finesse-Schüsse. Der schiebt den Ball sowas von eiskalt ins Tor, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wenn ihr mit dem mal zum Abschluss kommt, dann ist es eigentlich ziemlich safe ein Tor, wenn ihr da einen Finesse-Schuss anwendet und auf jeden Fall halbwegs alleine aufs Tor zurennt. Und ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon meine Mannschaft für die nächste Weekend League. Falls ihr öfter solche Squad-Villa-Videos haben wollt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr euch schon qualifiziert habt, beziehungsweise ob ihr überhaupt diese nächste Weekend League spielen werdet, was euer Team ist und so weiter und so fort. Haut das einfach mal alles in die Comments. Checkt gerne auch noch die Videobeschreibung ab. Und ansonsten war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!